Denn die Währung der Soldaten ist die Wertschätzung derer, denen wir dienen. Das ist sie. Und wenn die Wertschätzung in dieser Form und so groß ist, freut uns das ganz besonders. Uns haben in der Amtshilfe in vielen, vielen Landkreisen ganz, ganz viele liebgemeinte Kommentare erreicht. Ganz, ganz viel Dank und Anerkennung. Das freut uns ungemein. Wir haben heute hier extra Soldaten und keine einzige Soldatin, ausnahmsweise mal, die alle in Korbach Dienst geleistet haben. Und unter all diesen vielen Impfzentren war uns das natürlich das Liebste hier in unserem eigenen Heimatwahlkreis. Ich hatte darauf hingewiesen worden, dass die zwei Damen waren. Ja, wunderbar. Die waren zwar nicht im Impfzentrum vielleicht, aber... Ja, aber die haben ein mindestens genauso Gewicht gemacht. Ich bin geimpft und sie waren Also. Unter der ganzen Amtshilfe war es uns am liebsten natürlich im eigenen Landkreis zu dienen, und dass wir das heute so abschließen mit einem schönen Baum, freut mich ausgesprochen. Und da danke ich allen Spendern und allen Anwesenden, dass wir das heute so schön begehen dürfen. Jetzt schlage ich vor niemand erstmal ein kleines Häppchen und dann gucken wir mal, ob noch einer was sagen möchte. Ja. Ich habe sie zum ersten Mal geimpft, deswegen bin ich da. Oh, Sie sind das. Deswegen hat mich eben so freundlich angelächelt. Ja, ich, und da ich wusste ich das aber nicht kann. Mehr. Ja. Nee, vor allen Dingen mit den Masken. Das ist genau. Ja, da erkennt man die Gesichter nicht mehr. Also jetzt muss ich meinen Zettel mal rausholen. Denn mich hat jetzt, ich war am Montag, das zweite Mal bin ich geimpft worden. Und heute hat mich die Geschichte erreicht. Deswegen muss ich mal drauf gucken. Sonst vergesse ich es. Also, unser aller Covid-Baum, der soll heute, ist ja gepflanzt, eingepflanzt werden. Und der Name, ich wusste überhaupt nicht, wie man den nennen sollte. Das sagte mir Herr Goldmann, das ist eben auch bei Ihnen entstanden. Und dass es eine Kastanie wurde, war der Vorschlag von Herrn Hoberg, weil die Früchte im Herbst mit dem grünen Mäntelchen aussehen wie der Virus. Und ich glaube, der Gärtner war nicht ganz so glücklich, weil das ja viel Dreck macht. Aber ich fand das eine tolle Idee. Dann macht das dann auch Sinn, dass man den Baum so nennt. So, warum habe ich das Ganze eingestiehlt? Nach der ersten Impfung. Ich hatte einen furchtbaren Tag hinter mir. Ihnen habe ich das, glaube ich, alles erzählt. Und dann war ich da so begeistert. Ich bin richtig euphorisch zurückgefahren. Mir ging es so schlecht, dass ich sogar überlegt hatte, mit dem Taxi, überlegen Sie mal, von Wildungen nach Korbach zu fahren. Also das macht man ja nur, wenn es einem nicht gut geht. Aber ich wollte geimpft werden. Und das ging ja auch toll. Und die ganze Stimmung war großartig. Und dazu muss ich jetzt auch noch was sagen, das klingt vielleicht nicht so nett, aber es ist eine Anerkennung für Sie alle. Die erste Impfung war super, von der Stimmung her, sonst wäre ich ja nicht so bescheuert gewesen, hätte sowas gemacht. Aber gestern waren, ich glaube, nur 4 Soldaten da, kann das sein? Und der Rest war Zivilpersonal, und das war komplett anders. Wenn das gestern die erste Impfung gewesen wäre, hätte ich nichts gemacht. Seien Sie froh, dass es bei der ersten so war. So, und ich bin wirklich, ich war so beglückt. Am nächsten Morgen habe ich sofort Dr. Kubert angerufen und habe gesagt, das muss man doch anerkennen. Was machen wir denn? Da hat er gesagt, wir pflanzen einen Baum. Und dann habe ich die Kreissparkasse angerufen. Die sind mit einer großzügigen Spende gekommen. Wo ist denn der Herr Förmicke? Ja, hallo. Dann habe ich das Gartencenter Meckelburg angerufen. Die waren auch sehr entgegenkommend. Und also alle Leute, das war ja das Komische, alle Leute, die ich angesprochen habe, waren total begeistert und haben meine Einschätzung dieser Situation in Korbach geteilt. Und auch unser Matthias Schult, der ist Redakteur in Bildung, sagte, es wäre toll gewesen. Und das ist keiner, der überschwänglich ist. Ne? Und nach dieser Geschichte von gestern habe ich gedacht, ich habe das zu Anfang nicht gedacht, naja, Burgwaldkaserne waren zwar fast alles Soldaten, aber da sind ja auch noch viele andere Beteiligte. Aber nach gestern habe ich gedacht, nee, es ist richtig. Das war die Stimmung und es waren so, ein blödes Wort, wohlerzogene junge Leute. Ich hatte so einen Spaß, ich war mal Lehrerin, ich weiß, dass es auch anders laufen kann. Und da
Also ich hatte wirklich meine große Freude an diesen ganzen gepflegten, höflichen, zuvorkommenden, auch mit denen man lachen konnte. Wir haben doch auch gelacht. Also das hat mir einfach Freude gemacht. Ne? Herr Robert, Kai Alexander, wie ich heute weiß. Und auch Herr Hess war eigentlich ganz angetan. Und deswegen ein herzliches Dank an die Sponsoren. Sondern noch ein paar. Ich habe natürlich auch was dazu gegeben, klar, sonst ist ja albern. Und die Motivation, das zu machen, beruht auf zwei Gründen. Also das eine Mal meine Begeisterung über die Behandlung. Und das andere Mal war nach der ganzen Meckerei über diese Corona-Situation. Mit wem ich telefoniert habe, ich konnte ja nicht raus, alle haben nur immer zu gemeckert. Und jetzt hatte ich so ein tolles Erlebnis und da habe ich gedacht, da muss man auch mal ein positives Signal setzen und irgendwas machen, dass man auch, wenn Menschen sich anderen gegenüber so zugewandt verhalten, dass man das anerkennt. Und deswegen Ihnen allen ein herzliches Dankeschön. Das war's. Mitgekommen ist Herr Wilke als Ihr Verbindungsoffizier. Mitgekommen ist Gerhard Wiederbeck, Leiter des Impfzentrums. Entschuldigung, wer ist Herr Wilke? Herr Wilke steht hinter dem Pfosten. Das ist der mit dem... Ja? Ach da, okay. Ja, ich muss das ja wissen. Und Herr Wiederbeck als Leiter des Impfzentrums. Das ist der Herr daneben, ja. Ja. Wir sind auch sehr dankbar, dass wir Sie haben, Herr Kommandeur. Sie sind uns eine unglaubliche Hilfe gewesen. Wir werden auch unseren eigenen Dank noch abstatten in diesem Herbst, wenn wir erkennen können, dass wir die Pandemie endlich in den Griff bekommen haben. Wir haben schon etwas ins Visier genommen, das wird dann später kommuniziert. Wir hoffen, dass dieser Tag bald kommt, denn am heutigen Morgen haben wir etwas über 50% Erstimpfung der Bevölkerung. Das gibt ja einen mehr als nur einen Silberstreif am Horizont. Das lässt hoffen und die Zweitimpfungen, die ziehen jetzt ganz mächtig nach. Und die Bundeswehr, die Soldatinnen und Soldaten waren uns in der Tat eine riesige Unterstützung, immer verlässlich, freundlich, so wie Frau Schettler es ganz persönlich erlebt hat. So kriegen wir es aber von vielen anderen Menschen auch gespiegelt. Und das macht uns froh. Und lieber Rüdiger Hess, Bürgermeister, schön, dass du auch hier bist. Auch die Kommunen unterstützen uns, so wie die Verbundunternehmen des Landkreises, Sparkasse, Jobcenter, Energieversorger. Und da greifen die Rädchen des Kommunalen ineinander mit dem öffentlichen Träger der Bundeswehr. Also ich bin wirklich begeistert und sehr, sehr glücklich und froh, wie das momentan läuft. Und hoffen wir, dass wir es auch noch so zu Ende bringen können, wie es momentan sich anlässt. Also herzlichen Dank, Herr Völlmecke, auch an Sie, dass Sie uns unterstützt haben. Ich finde das einfach toll, macht mir Spaß. Und Frau Schettler, das war uns besonders wichtig, dass wir Ihren Impfvater an dem Morgen... Ach, das wusste ich hier, ja. Dass wir ihn... Herr Wiederbeck hat das natürlich sofort in seinem System gefunden. Also ist uns eine große Freude. So, und jetzt verrate ich Ihnen noch ein Geheimnis, was sie mir am Telefon gesagt hat. Sie hat gesagt, sie waren alle so freundlich und so zuvorkommend, aber eigentlich hat sie mir gesagt, es waren hübsche Männer. Ja. Liegt mir natürlich ganz besonders am Herzen und ich muss bei Herrn Wilke, mein Lieber, muss ich jetzt sagen, er gehört nicht mehr zu den aktiven Truppenteilen dazu, sondern ist Reservist. Was ich wie Sie? Wie ich, ja. Bis vor kurzem, ich bin jetzt 65, dann will ich es auch sagen, ich darf dann nicht mehr, das ist das Problem. Nein, aber du machst doch weiter mit und das Kreisverbindungskommando ist diese Verknüpfungsstelle, die wir ganz einfach dazu haben und den aktiven Soldaten natürlich, Teile habe ich ja auch selbst in Röttenau erlebt und wir waren ja auch Gemeinsamkeit dort und haben dort einfach mitgeschaut, nicht selbst geimpft, ne? Wobei ich muss dazu sagen, das würden wir uns auch zutrauen. Mich dran, wie tagtäglich die Fahne der Garnisonsstadt im Wechselspiel zu unserer Bataillonsfahne, die vom Rathaus geht. Und das Zweite, was mir an diesem Ort gefällt, ist, dass man von hier nicht nur spürt, dass man verankert ist in die Gesellschaft, sondern sie in der Regel auch sehen kann, zumindest in den Wintermonaten. Und drittens, wenn man dann hier steht, und das ist mir ganz wichtig, und darüber schaut, dann sieht man den Gedenkstein zu Ehren vier gefallener Kameraden, die am 7. Juni 2003 weggesprengt wurden mit einem Bus in Kabul in Afghanistan. Das ist schon lange her, darf aber nicht in Vergessenheit geraten. Und in diesen Tagen, wo wir den Afghanistan-Einsatz beenden können,
kommen natürlich Fragen wieder hoch. Was ist das wert? Was ist das nicht wert? Warum? Und deswegen sind wir gerade in einem intensiven Prozess der Verarbeitung. Oh, Weimar! Ja. Und vor die Rohre. Ich brauche noch mal Erde. Aber ich muss Abstand halten. Ja, genau. Frau Schettler, für Sie. Ja, danke. Ja? So, 1, 2, 3. Hopp. Oh. Jawohl.